Gerade in Bezug der Immunologie, da geht es ja darum, um den Immunschutz, entweder nach der Infektion oder auch nach der Impfung. Da wissen wir zwar, was wir messen müssen, aber gerade diese Messmethoden haben sich noch deutlich verbessert. Das heißt, wir können jetzt nicht nur Antikörper messen, wir können auch neutralisierende Antikörper messen. Es hat eine Standardisierung stattgefunden, das heißt, man kann auch verschiedene Tests miteinander vergleichen und die Tests sind auch einfacher anwendbar geworden. Also ich glaube, die Analytik hat zur Beherrschung dieser Pandemie sehr viel beigetragen und wird auch noch sehr viel beitragen. Wir brauchen noch Methoden, um zum Beispiel bestimmte Immunitätsparameter an Zellen zu messen. Und wenn das weiter vorangetrieben wird, haben wir ein besseres Bild, wie immun ist eine Person wirklich. Also ich glaube, dass die Analytik hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also das Abwassermonitoring ist ein ganz wichtiger Baustein in einem Frühwarnsystem. So ein Frühwarnsystem ist ein hochkomplexes Gebilde mit künstlicher Intelligenz, natürlich auch mit Patientendaten, das sehr gut miteinander sozusagen vernetzt sein muss, um dann auch rechtzeitig ein Warnsignal zu geben und vor allen Dingen auch Handlungsoptionen zu öffnen. Die Analytiker steht ja schon mit ihrem Namen dafür, dass quasi neueste Technologien zur Schau gestellt werden. Ja, und genau hier besteht in meinen Augen die Möglichkeit der Vernetzung und der Kombination dieser neuesten Technologien.